Zurück bei Braid. Wir sind hier immer noch mit unserem Ring unterwegs und sammeln in Welt 6 Puzzleteile, indem wir hier Pflanzen verlangsamen und allen anderen Scheiß. Und darum hoffe ich jetzt auch da an dieses Teil ranzukommen. Hat geklappt. Bin ich gut, oh mein Gott. Ich werde gekopfhaut von Löwen, elenden Viechern. Komm, ein von euch als Sprungbrett, damit ich da hochkomme. Na gut, halt nicht. Boah, knappe Sache. Da wurden wir fast geomnomnomt von der Pflanze. Ring, 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 ring. Dich brauchen wir wahrscheinlich noch oft in dem Level. So, da haben wir... Ah, okay, da sind zeitlich unbeeinflusst Viecher. Und die sind zeitlich... Ich kann die anhalten, ne? Kann... Okay, muss ich gleich ein bisschen rumspulen, dass es passt. Oh, aber die eine ist so schnell. Die mittlere... Oder die da? Eine von denen ist mir zu schnell. Stopp. Stopp. Lauf, lauf. Oh ja, geschafft, geschafft, geschafft. Jetzt nur noch da drauf hüpfen und... Es bringt nichts. Wie, es bringt nichts? Brauche ich da zwei? Oh Gott, es ist stressig. Okay, erstmal einen Punkt finden, wo die draußen ist. So. Das geht nicht. So, jetzt habe ich zwei, ich habe 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 zwei. Nein, die sterben dann in einem grausamen Tod. Vielleicht reicht es, wenn ich von da oben drauf springe. Oh Gott, bitte reicht, wenn ich von da oben drauf springe. Sonst habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar brauche ich zwei von den Viechern, aber es kommt ja gar nicht hin. Okay. So, es sind alle drin. Ja, lauf, 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 lauf. Jetzt sind schon fast zu viele. Nein, nein, nein. Und die Viecher kann ich nicht zurückspulen. Oh, ihr blöden... Na, ich sag's nicht. Das Wort ist mir auf der Zunge liegt. Und... Nein, geht alle rein, eure blöden Töpfe, ihr Scheißviecher. So, stopp, Zeitstopp. Oh, no, 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 Zeitstopp. Oh, 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 oh. Okay. Zwei Stück reichen mir, zwei Stück reichen mir. Ihr beide seid es jetzt, ihr beide werdet es sein. Oh, Gott sei Dank. Es hat funktioniert. Ich bin happy. Okay. Es war wahrscheinlich auch mehr schlecht als recht. Aber es hat funktioniert. Und darum lass mir da nicht reinreden. Du leuchtest. Du bist wahrscheinlich feurig oder sowas. Und du bist noch eine Ecke. Unten oder oben in dem Fall. Und du musst dann zwangsweise irgendwo da reinpassen. Und du dementsprechend da. Ja, könnte es... Macht das so mehr Sinn? Ich glaube, das könnte irgendwie so ein Abgrund sein. Und das heißt, es fehlen jetzt noch 4 Puzzleteile. Auf geht's, oder? Aufzug-Action. Da sind Feuerbälle abgebildet. Das gefällt mir gar nicht. Okay, da brauche ich einen Schlüssel und da sind jede Menge Kanonis und da gibt es 3 Puzzleteile insgesamt. Da ist noch eins und da ist so eine macht mich zeitlich egal Platte. Ich glaube, den Schalter brauche ich nicht, aber der lacht mich gerade an.
Okay. Ich bin sicher, das muss ich tun. Ich bin sicher, das muss ich nicht tun. Ich kann da keinen Ring hinlegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, zurückspulen. Dich lassen wir fallen. Auf dich lege ich den Ring drauf, damit du langsamer runterfährst. Dann aktiviere ich dich, damit du das da überholst. Und mich hoffentlich nicht tötest, indem du mich zerquetscht. Oh, so viel dazu. Komm schon, überhol das Ding endlich. Sei nicht so langsam. Und wenn das geschafft ist, dann kann ich ja... Oh, wenn ich es aber spule, dann ist das zeitlich so doof. Das möchte ich ja gar nicht. Hehe. Ich weiß nicht, ob das, was ich da tue, richtig ist, aber... Oh, das war jetzt blöd. Verdammt. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal dieses Puzzleteil sein und nehmen mal eins von den ersten mit. Oh mein Gott, war das jetzt doof. Das kann nicht so blöd, nicht so schwer sein. Da muss ich vielleicht irgendwas mit den Rhythmen machen. Hier, kein Problem, komme ich super durch. Hier auch kein Problem, komme ich super durch. Wo ist der Haken? Da ist doch bestimmt irgendein blöder Haken dabei. Erstmal, dass er nicht klettern möchte. So. Dann Schalter umlegen und gucken, was passiert. Ich fahre runter. Alles klar. Dann will mich der Hase fressen, der schafft's auch noch. Weil ich da nicht hochhüpfen kann. Und dann fahre ich da hoch. Ah, da will ich nicht hochfahren, weil da kann ich nicht runterlaufen. Aber ich kann unten bestimmt nicht durch, nicht wahr? Natürlich nicht. Aber ich habe euch jetzt schon durchschaut. Ich muss die nacheinander verlangsamen, ganz bestimmt. Und darum lasse ich jetzt hier diesen Ring liegen. Und fahre dann die Plattform nach unten. Boah, wie ich intuitiv das Richtige getan habe. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, wie ich intuitiv das Richtige tue und trotzdem versage. Ich sollte mir ein bisschen später die Eier kraulen. Komm schon, lauf. Okay, und ich sollte ein besseres Timing abpassen. Das war blöd. Okay, ich bin nach oben mit dir. Ich warte bis genau nach dem Schuss. Bis jetzt. So, jetzt habe ich ewig Zeit, da lang zu laufen. Ich hoffe mal, dass es passt. Oh Gott. Das da unten könnte durchaus höllisch werden. Da warte ich auf den Schuss. Nein, ich habe es verpasst. Na gut, der bleibt ja jetzt ewig langsam. Das könnte trotzdem klappen. Oh, war das knapp. Boah, einmal auf die Schulter klopfen für mich. Und ich habe Bock, das reinzupuzzeln. Damit ich kapiere, was da zu sehen ist. Okay, das ist ein Junge, der passt schon so rein, so. So. Und da ist der Körper und da ist irgendwas anderes. Boah.
Ich hasse Hasen. Und das ist das perfekte Schlusswort für dieses Fail. Ah, Fail. Ich gehe einfach weiter. Hier geht es im nächsten Teil weiter von Braid. Bis dann. Bye, bye.